Also wir dürfen über Häuserbau reden. Baue mir ein Haus. Worum geht es denn eigentlich? Geht es um den Tempel, der damals gebaut wurde? Oder steckt da was anderes dahinter? Wir lesen in der Bibel, im 1. Chroniker 17, und es geschah, als David in seinem Haus wohnte, sagte David zum Propheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern. Die Lade des Bundes des Herrn aber wohnt unter Zeltdecken. Und Nathan sagte zu David: Tue alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort Gottes zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen. Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich Israel heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin von Zeit zu Zeit, von Wohnung zu Wohnung umhergezogen. Und wir kennen ja die Geschichte, er sollte es nicht bauen, weil da zu viel Blut in seiner Vergangenheit war. Und Vers 7 sagt: Und nun sollst du meinem Knecht zu David sagen, so spricht der Herr, der Herrscher: Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk Israel. Also er ist stolz auf David. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet, und ich mache dir einen Namen gleich den Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk Israel einen Ort fest, das ist wichtig, er setzt einen Ort fest und pflanze es ein, dass es in einer Stätte sicher wohne und nicht mehr in Unruhe gerate, und die Söhne der Ruchlosigkeit sollen es nicht mehr aufreiben wie früher. Vers 10. Und ich werde alle deine Feinde demütigen, so verkündige ich dir nur, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, also dieses Haus ist natürlich der Staat, das Königreich Israels. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, und der von deinen Söhnen sein wird und werde seine Königherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Also von wem spricht er da? Vom Salomo? Ja, Salomon ist der Sohn, aber wer ist der eigentliche? Ja, Jesus Christus. Vers 14, und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. Nach all diesen Worten und nach dieser ganzen Vision, so redete Nathan zu David. Also David sollte nicht das Haus bauen. Einer, der von seinen Nachkommen kommen würde, der würde das Haus bauen und er würde für ewig herrschen. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte: Wer bin ich, Herr Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Also er ist nicht sehr enttäuscht, er ist stolz und froh, dass Gott ihm geholfen hat, soweit. Vers 18, was soll David noch weiter zu dir reden? Von der Ehre an deinem Knecht? Du selbst hast ja deinen Knecht erkannt. Herr, wegen deines Knechtes und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um ihn all diese großen Dinge erkennen zu lassen. Herr, niemand ist dir gleich
und es gibt keinen Gott außer dir. Nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen. Die einzigste Nation. Und du hast dir dein Volk Israel zum Volk bestimmt für ewig. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Also dieses typische Israel ist nachher geistlich Israel geworden und die gleichen Bedingungen gelten heute noch. Vers 27, und nun, es hat dir gefallen, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewig vor dir sei, denn du, Herr, hast es gesegnet und es wird gesegnet sein für ewig. Jetzt war das typische Israel gesegnet für ewig? Nein, also muss diese Erfüllung übertragen werden auf das antitypische Israel. Und interessant, die Obersten der Sippen und die Obersten der Stämme Israel und die Obersten über 1000 und über 100 und die Obersten über den königlichen Dienst zeigten sich bereitwillig. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Also er wollte das Haus Gottes bauen und jeder da hat freiwillig Geld gegeben. Das ist nicht Zehntengeld, von dem hier geredet wird. Das ist eine freiwillige Gabe, um Gottes Haus aufzurichten. Jetzt, der Tempel sollte an einem ganz besonderen Platz gebaut werden. Also wo musste der aufgerichtet werden oder errichtet werden? Das Haus sollte auf der Tenne Onans des Jebusiters stehen. Im 1. Chroniker 21 lesen wir, und Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Wir kennen ja diese Geschichte. Und David sagte zu Joab, gezähle das Volk. Und Joab, dieser harte Krieger, hat mehr Verstand hier als David. Und er sagt, der Herr möge zu seinem Volk, so viele sie sein mögen, 100-mal mehr hinzufügen. Sind sie nicht alle, mein Herr und König, die Knechte meines Herrn? Warum verlangt mein Herr das? Warum soll es Israel zur Schuld werden? Aber das Wort des Königs blieb fest. Und dann musste er wählen zwischen drei Plagen. Also wenn man hochmütig wird und man denkt, ja, wie viele Soldaten habe ich denn jetzt und wie gehe ich kämpfen, dann muss man leider wählen zwischen drei Plagen. Und sie zählten, und die Sache war böse in den Augen Gottes, weil es zeigte, da war kein Vertrauen in Gott mehr, da war jetzt nur noch Vertrauen in der militärischen Macht. Und Vers 11 sagt, Gott kam zu David und sagte zu ihm, so spricht der Herr, nimm dir entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate lang Niederlage vor deinen Bedrängern, wobei das Schwert deiner Feinde dich einholt, oder 3 Tage das Schwert des Herrn. Und wir wissen, was die Antwort war. Er sagt, nicht meine Feinde, Herr, wir geben uns in deine Hand. Und David sagte zu Gott, mir ist sehr Angst. Lass mich doch in die Hand des Herrn fallen. Denn seine Erbarmungen sind sehr groß, aber die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Und dann gab der Herr die Pest in Israel und es fielen in Israel 70.000 Mann. Und David war nicht unter den 70.000. Das ist erstaunlich. Also wieso hat Gott diese 70.000 entfernt aus Israel?
Man muss annehmen, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes sehen, dass diese 70.000 wären ein Hindernis für Israel gewesen in der Zukunft. Also müssen wir vertrauen, dass Gott hier in seinem Urteil wusste, was er getan hat. Aber stellt euch vor, 70.000 Mann werden ausgerottet. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu vernichten. Das ist Gottes Volk, um Gottes Volk zu vernichten. Und als er es zu vernichten begann, sah es der Herr, und er hatte Mitleid wegen des Unheils. Hier kommt der Erlösungsplan. Und er sprach zum Engel, der vernichtete: Genug, lass deine Hand jetzt sinken. Der Engel des Herrn stand aber gerade bei der Tenne Ornans des Jebusiters. Also hier haben wir einen Platz, der wird zum Platz des Urteils, denn hier auf dieser Tenne wird natürlich das Getreide gereinigt von, wie sagt man da? Spreue. Und das ist das Urteil, das ist ein Symbol des Urteils. Also auf diesem Platz des Urteils wird endgültig auch der Tempel gebaut werden. Und als David seine Augen erhob, sah er den Engel des Herrn zwischen der Erde und den Himmel stehen, zwischen Tod und Leben, sein Schwert gezückt in seiner Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt. Also ganz wichtig, Buße ist hier eine Bedingung. Und David sagt: Gott, habe ich nicht, was nicht ich, der befohlen hat, das Volk zu zählen? Bin ich es doch, der gesündigt und Böses getan hat? Aber diese Schafe, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein, aber nicht gegen dein Volk mit dieser Plage. Darum ist er ja nicht vernichtet worden, weil er diese Gesinnung hat. Aber die anderen 70.000 hatten wahrscheinlich nicht diese Gesinnung. Und darum sind sie vernichtet worden. Aber nur Gott kann sehen, was im Verstand und in den Herzen ist. Und da baut David den Altar. David kam zu Onan freudig heran und Onan blickte auf und sah David und er ging aus der Tenne hinaus und warf sich vor David nieder und er hat gesagt: Nimm diesen Platz. Und David sagt: Nein, 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 ich werde nichts nehmen, was mir nichts kostet. Ich bin der Schuldige, ich werde es kaufen. Und er kauft diesen Platz. Nein, sondern kaufen will ich es, und zwar für den vollen Preis. Denn ich will nicht, was dir gehört, für den Herrn nehmen und umsonst Brandopfer opfern. Und David gab Ornan für den Platz im Gewicht 600 Schekeln. Und David baute dort dem Herrn ein Altar. Und der antwortete mit Feuer. Und der Herr sprach zu dem Engel, und er steckte sein Schwert wieder in seine Scheide. Und zu jener Zeit, als David sah, dass der Herr ihm auf der Tenne Ornans des Jebusiters geantwortet hatte, und als er dort opferte. Also genau da, wo der Engel das Schwert wieder in die Scheide steckte, da sollte der Tempel stehen. Also dieser Tempel steht für eine Aktion des Engels, des Herrn. Und David durfte dann Vorbereitungen treffen für diesen Tempelbau. Und die Bibel sagt, er hat unheimlich viel Material gesammelt. Zederholz, Vers 4, ohne Zahl. Und das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll überaus groß werden. Zum Preis und zum Ruhm in allen Ländern. So will ich denn das Nötige für ihn bereitstellen. Und so stellte David Vorrat in Menge bereit vor seinem Tod. Also es soll
überaus großartig sein. Und Salomo sollte das Haus bauen. Der Name heute bedeutet natürlich Friede. Das wissen wir ja. Aber der eigentliche Bauherr, dessen Königreich für ewig bestehen würde, zeigt natürlich auf Jesus Christus. Also Jesaja 9, Vers 5 sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Eigentlich, anstatt wunderbarer Gott, allmächtiger Gott, steht in der englischen Bibel. Almighty God, everlasting Father, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Also Salomo kriegt den Auftrag, um diesen Tempel zu bauen. Wir brauchen nicht in die Details reingehen. Und Vers 9, da war diese Verheißung, siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn die Kriege waren in dem Stadium vorüber. Israel war bestätigt. Denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo wird sein Name sein. Und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen. Also hier haben wir das Symbol des Friedens und wir haben das Symbol der Ruhe. Ruhen in was? In seinen Werken. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und er soll mein Sohn und ich will ihm Vater sein. Und ich werde den Thron seiner Königherrschaft über Israel festigen für ewig. Hier wird das Versprechen wiederholt. Und dann sagt David so, nun mein Sohn, der Herr sei mit dir, dass es dir gelinge und du das Haus des Herrn, deines Gottes, baust, wie er über dich geredet hat. Typologisch steht Salomo jetzt für wen? Für Christus, der Eigentliche ist, der das Haus baut. Jetzt reden wir da von einem Haus von Steinen oder reden wir von einem anderen Haus? Auch dir wird der Herr Einsicht und Verstand geben und er wird dich über Israel setzen, dass du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, beachtest. Also das Gesetz, Einsicht, Verstand, Weisheit und der Ursprung der Weisheit ist natürlich wiederum Gott. Dann wird es dir gelingen, wenn du darauf achtest, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen zu befolgen. Vers 14. Habe ich für das Haus des Herrn 100.000 Talente Gold und 1 Milliarde Talente Silber bereitgestellt und die Bronze und das Eisen sind nicht zu wiegen, denn es ist in großer Menge vorhanden, auch Holz und Steine habe ich bereitgestellt, und du wirst noch mehr hinzufügen. Also Gott gibt alle Mittel durch David, die er nötig hat, um dieses Haus zu bauen. Er kann einfach nur bauen. Aber nicht nur die Mittel. Und Handwerker sind bei dir in Menge. Steinhauer, Arbeiter in Stein, Holz, allerlei Sachverständige in jeder Arbeit. Verschiedene Dinge, die gebaut werden müssen. Das Gold und das Silber und die Bronze und das Eisen sind nicht zu zählen. Und David gebot allen Obersten Israel, seinen Sohn Salomo beizustehen. Allen Obersten, die mussten ihm beistehen. Vers 19, richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes, des Herrn, dass ihr die Lade des Bundes des Herrn und die Geräte des Heiligtums Gottes in das Haus bringt, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Und David sagte zu seinem Sohn, sei stark und mutig und handle und fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen, denn Gott, der Herr, mein Gott,
wird mit dir sein. Das ist ein Haus von Stein. Aber worum geht es denn eigentlich? Es geht um ein anderes Haus. Und wie sollen wir das bauen? Da sind genug Unternehmer und jeder hat eine andere Aufgabe. Und alle müssen sie mit Salomo zusammenbauen. Sie müssen ihn unterstützen. Und wenn wir Christus an diese Stelle setzen, dann heißt das, jeder von uns muss mitbauen. Und wir müssen stark sein und mutig sein und uns nicht fürchten und nicht niedergeschlagen werden. Macht nicht, was passiert, nicht niedergeschlagen werden. Und dann das Versprechen, dass dieses Haus vollendet wird. Es wird. War das Steinhaus fertig irgendwann mal? Ja? Wird das geistliche Haus auch irgendwann mal fertig sein? Ja? Und siehe, da sind die Abteilungen der Priester und der Leviten für jeden Dienst des Hauses Gottes. Und in aller Arbeit sind sie bei dir solche, die bereitwillig und geschickt sind zu jedem Dienst. Und die Obersten und das ganze Volk für alle deine Anordnungen. Schönes Haus. Und jetzt Tippus begegnet Antitippus. Und sage ihm, so spricht der Herr Scharen, das ist Zacharia, Kapitel 6, siehe ein Mann, Spross ist sein Name. Von wem reden wir? Von Jesus. Und es wird unter dem sprossen und er wird den Tempel des Herrn bauen. Wer wird den Tempel bauen? Jesus wird den Tempel bauen. Das Gebäude aus Stein ist nur ein Typus. Es muss ein großartiges Haus sein. Aber derjenige, der das Haus baut, ist Jesus Christus, das großartige Haus. Das andere ist verschwunden. Aber das großartige Haus steht noch im Bau. Und den Bauherr kennen wir. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Er ist nicht nur König, er ist auch Priester. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Im Englischen ist der Text deutlicher, denn er sagt eindeutig, dass der Priester und der König eins und der gleiche sind. Das sind dieselben. Jesus Christus ist derjenige, der das Haus baut. Und man soll nicht missmutig werden. Denn wir müssen doch annehmen, dass er ein guter Bauherr ist, oder? Meint ihr nicht? Also wenn er ein guter Bauherr ist und er weiß, was er baut, warum werden wir so missmutig, wenn wir denken, das Werk geht nicht voran, wie es vorangehen sollte? Jesus und seine Gemeinde sind untrennbar. Johannes 2, Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wer ist der Leib Christi? Das ist seine Gemeinde. Das ist seine Gemeinde. Und wir haben ja die Predigt gehabt. Als er starb, wer starb in ihm? Die ganze Menschheit. Und als er aufstand, wer stand auf mit ihm? Die ganze Menschheit. Aber nicht jeder wird gerettet, sondern nur diejenigen, die dieses Geschenk annehmen und bereit sind, um die Voraussichten zu beachten, die damit verbunden sind. Also er wird es wieder aufrichten. Zuletzt aber kamen 2 falsche Zeugen, Matthäus 26, 61, und sprach, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und in 3 Tagen aufrichten, aufbauen. Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Was wollten die Juden nicht haben? Was wollten sie verhindern? Dass der Tempel, der mit Händen gebaut wurde,
dass der nicht vernichtet wird, aber dass der Tempel, der von dem Herrn gebaut wurde, dass der eher vernichtet wird. Was sagt das uns? Ich sage nichts mehr, ich frage nur. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. 1. Korinther 3, 17. Wer baut den Tempel? Christus baut den Tempel. 2. Mose 21, Gesetz über Sklaven. Und dies sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre dienen. Und im 7. Jahr soll er umsonst frei ausziehen. Falls er allein gekommen ist, soll er auch allein ausziehen. Falls er Ehemann und eine Frau von einer Frau war, soll seine Frau mit ihm ausziehen. Falls ihm sein Herr eine Frau gegeben und sie ihm Söhne oder Töchter geboren hat, sollen die Frau und ihre Kinder ihrem Herrn gehören und er soll allein ausziehen. Falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Türpfosten stellen und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren. Dann soll er ihm für ewig dienen. Das ist eine harte Aussage. Du bist frei, du darfst gehen. Aber ohne Frau, ohne Kinder. Aber wenn er sagt, ich kann das nicht. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meinen Herrn. Ich will nicht. Ich liebe meine Kinder. Dann sollst du ihm das Ohr durchbohren. Psalm 40, Vers 7. An Schlacht- und Speiseopfer hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches stehet über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich und dein Gesetz ist tief in meinem Herzen. Von wem redet es? Jesus. Und dieses Wort, was da gebraucht wird, von den Ohren hast du mir gegraben, ist das Wort Karo. Und das heißt wörtlich durchbohren. Also was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, ich liebe meinen Herrn, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich werde ewig hier bleiben und verbunden bleiben. Das ist ein ganz sonderliches Versprechen. Ewig. Jeremia 3,14, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Herr und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht und euch noch nach Zion bringen. Denn ich bin euer Herr. Und Vers 32 von Epheser 5, dieses Geheimnis ist groß, wo er beschreibt das Geheimnis von der Ehe und der Frau und dem Mann. Und er sagt, aber ich rede in einem Gleichnis, es geht eigentlich um Jesus Christus. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jesus Christus ist mit seiner Gemeinde verheiratet, auf ewig. Und die Bibel sagt, wenn einer heiratet, was macht er dann? Dann verlässt er was?
Vater und Mutter und er ist verbunden mit seiner Frau. Also Jesus Christus ist für ewig verbunden mit seiner Braut. Das heißt nicht, dass er nicht den Vater ehrt, er ehrt ihn, aber er ist für ewig verbunden mit seiner Frau. Lasst uns fröhlich sein und jubeln, Offenbarung 19, Vers 7. Und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das ist gut übersetzt. Gut übersetzt. Neue Übersetzungen sagen das ein bisschen anders. Da steht nämlich in den neuen Übersetzungen, sind die guten Werke seines Volkes, seines heiligen Volkes. Aber hier steht, richtig, ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und diese Gerechtigkeit ist eine verliehene Gerechtigkeit. Und das Fundament des Baumaterials und der Zement, 1. Korinther 3, 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also das Fundament dieses Gebäudes, welches die Gemeinde ist, muss Jesus Christus sein. Und darum heißen wir ja auch Christen. Und die Bibel sagt, das ist ein guter Name. Sie wurden Christen genannt in Antioch. Denn dieser ist größere Ehre wert gedacht worden als Mose, wie jedoch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Also Jesus Christus ist das Zentrum dieses Hauses. Und Petrus sagt, so lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Sion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschande gehen. Also das wirkliche Haus ist die Gemeinde. Aber das typische Haus kann uns viel lehren. Wir müssen die Typologie studieren, damit wir dieses Haus und die Aufgabe dieses Hauses verstehen. Und auch die Probleme, die kommen in diesem Haus. Kolosser 2, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Wir müssen in Liebe miteinander verbunden werden. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Die Bibel ist ganz eindeutig. Warum die Menschheit heute denkt, es geht um ein Gebäude aus Stein, das sie da in Israel wieder bauen wollen, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Die ganze Typologie wird vernichtet. Epheser sagt, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist und dem das ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Die Gemeinde sieht vielleicht nicht aus, wie wir wollen, dass sie aussieht. Aber wer ist der Bauherr? Jesus. Er weiß, was er tut. Matthäus 6. Und als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen? Das große Bekenntnis. Für wen halten sie mich? Für den Sohn des Menschen? Sie sprachen, einige glauben, du bist Johannes der Täufer, der auferstanden ist. Andere sagen, du bist Elia. Andere sagen, vielleicht Jeremia oder einer der Propheten. Jesus sagt, ja, aber für wen haltet ihr mich? Und dann antwortet Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Und Jesus sagt, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen, auf diesem Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Das ist ein Versprechen für diese Gemeinde. In ihrem Zustand, Christus baut sie, die Pforten der Hölle, des Todesreiches werden sie nicht überwältigen. Sie sieht vielleicht aus, als ob sie überwältigt wird. Sie wird nicht überwältigt. Und Fleisch und Blut kann einen nicht überzeugen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das kann nur der Geist Gottes. Das kann ich selber zeugen. Also, einige möchten die Gemeinde auf Petrus bauen, andere wollen sie auf Apollos oder Paulus bauen, aber die Bibel sagt, da ist nur ein Eckstein, auf dem sie gebaut werden kann. Und dann, was wichtig ist in dem typischen Gebäude, ist, wo stand der Tempel, warum stand er an dem Platz, die Bauweise des Tempels und der Dienst im Tempel. Denn das steht ja für, was in der Gemeinde geschehen muss. Also wo wurde er gebaut? Wir haben schon gesehen, es war auf dem Berg, wo Anan sein Werk hatte. Und der Tempel steht hier auf der einen Seite, da drüben war der Palast Herodes zur Zeit Jesu. Und der Tempel war direkt hier neben der Kidron, dem Kidron-Tal. Und dieses Kidron wird nur einmal im Neuen Testament, aber oft im Alten Testament genannt. Es ist ein ganz wichtiges Tal, ganz wichtig. Johannes 18, Vers 1. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Und dieser Garten war auch noch Teil vom Hang dieses Kidron-Tals. Und die Bibel braucht nur dieses Wort einmal. Er ging über das Kidron-Tal in den Garten, der auch noch Teil des Kidron-Tals war. Und da ist sehr viel Bedeutung da drin. Also was ist die Beziehung zwischen dem Fluss Gihon, dem Bach Kidron und dem Toten Meer? Also der Gihon-Fluss, der fließt durch das Kidron-Tal. Und der Gihon floss durch und er heißt auch Tal Josaphat. Tal Josaphat. Und Tal Josaphat, gib mir einen anderen Namen, ist auch gleich welcher Typologie? Armageddon. Also hier haben wir wieder diesen Urteil. Also das Tal Josaphat, auch nachher in Offenbarung, Armageddon. Es entsprang einer Höhe am Osthang der Stadt über den Kidron-Tal und ergoss sich von dort aus ins Tal. Der Gihon bewässerte die Terrassenfelder am Hang der Stadt Davids, die Gärten. Und einer von diesen Gärten heißt Gethsemane. Dieses Gebiet trug den Namen Königsgarten. Also es ist ein tiefes Tal nordöstlich von Jerusalem. Und dann fließt dieser Fluss durch die Wüste und endet endgültig im Toten Meer. Also vom Kidron durch die Wüste bis ins Tote Meer. Und dann ist da auch noch ein Bach außer diesem Fluss, also eine Quelle. Und das ist der Bach Kidron, außer dem Gihon-Fluss. Und der Gihon fließt natürlich nur stark, wenn es geregnet hat. Aber diese Quelle war ständig da. So, die Bibel erwähnt den Bach Kidron außerhalb von Jerusalem. Ein Bach ist ein kleiner, natürlicher Süßwasserstrom. In diesem Fall bezeichnet der Bach Kidron einen Süßwasserstrom
durch das Kidron-Tal. Also vermischt sich mit dem Fluss, fließt das Wasser also auch durch die Wüste und endet dann in den Toten Meer. Und der Bach Kidron spielte eine gewaltige Geschichte in der jüdischen Geschichte. Nummer eins, König David durchquerte den Bach, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Er durchquerte den Bach. Als man was? Was wollte Absalom tun? Ihm das Königreich entreißen. Und Kaiaphas hatte gesagt, es ist besser, dass ein Mann stirbt für das Königreich, als dass das Königreich stirbt für einen Mann. Also Jesus folgt genau diesem typologischen Vorspiel. Er geht auch durch den Kidron. Er sollte ja König sein, aber sie haben ihn ja abgesetzt. Er diente gelegentlich als symbolischer Ort, an den Gegenstände aus Dämonenverehrung zerstört wurden. Also alles dämonisch wurde meist dahin gebracht und da zerstört. Dann war das Tal auch eine Begräbnisstätte. Und vor allem überquerte Jesus diesen Bach auf dem Weg nach Gethsemane. Und das ist faszinierend. Dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Hier ist die Typologie. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteil Israels, das sie unter den Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. Also hier hat Gott in der Vergangenheit für Josaphat gekämpft, als die Engel vom Himmel gekämpft haben und die Feinde Israel in diesem Tal Kidron vernichtet haben. Das ist also eine Typologie. Also die faszinierende Parallele zwischen Mündungspunkt des Gihon und dem Mündungspunkt des Flusses redet der Prophet Hesekiel rüber in seiner Vision. Und wollen wir mal da schauen. Hesekiel 47. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. So der Prophet sieht den Tempel und er sieht, Wasser fließt aus dem Tempel heraus. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Also eine ganz genaue Beschreibung in dieser Vision. Und er sieht dieses Wasser. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen. Wofür steht die Messschnur in der Bibel? Gericht und Charaktermessen. Also hier wird gemessen, hier ist ein Urteil. Und ließ mich durch das Wasser gehen und das Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte. Also das Wasser wird immer mehr und mehr und mehr und endgültig kann er nicht mehr durch. Wofür steht Wasser in der Bibel? Nationen, Volken und so weiter. Okay. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume. Ein Baum in der Bibel? Menschen. Und dieser und auf jener Seite. Also hier wuchsen die Bäume und sie waren großartige Bäume. Menschen.
Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer. Welches Meer? Tote Meer. Und das salzige Wasser und das Wasser wird gesund werden. Wie heißt dieses Meer? Tote Meer. Und warum ist es das Tote Meer? Weil nichts drin lebt. Und warum ist es so, dass da so viel Salz in diesem Meer ist? Wo kommt das her, das Salz? Tja, da haben wir früher auch drüber geredet, diskutiert. Ich kann es nicht beweisen, aber es ist eine Idee. Als Sodom und Gomorra vernichtet wurde, da war da Feuer vom Himmel. Und Lot schaut zurück und er sieht schwarzen Rauch. Das ganze Tal brennt. Jetzt, was brennt? Schwarz. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, vor dem Sodom und Gomorra vernichtet wurde, in der Zeit Abrahams, dann lesen wir, dass diese Könige hatten diesen Kampf und einige sind geflüchtet und sind dann geraten in die Teer-Asphaltgruben und sind da versenkt worden. Also was brennt in diesem Tal jetzt? Der Asphalt. Und was ist Asphalt? Ist organisches Material, das zu Öl geworden ist und zu Asphalt geworden ist, zu Teer. Und wenn das verbrannt ist, was bleibt dann übrig? Salz. Und wenn ein Mensch verbrennt, was bleibt dann von dem übrig? Asche. Und was ist Asche? Sind verschiedene Salze. Also dieses ganze Tal, all dieses Salz von jeder Art ist da reingewaschen worden. Reichhaltig an Magnesium. Und hier ist das Tal verbrannt und das Meer ist ein Symbol der Vernichtung der Untreuen. Sodom und Gomorra wurde ja vernichtet. Und es ist ein Symbol des Endgerichts. Also der Mensch ist eigentlich zu Tode verurteilt. Wir sind eigentlich wie das Tote Meer. Aber hier, das Tote Meer wird wieder lebendig werden. Und was wird passieren? Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von En-Gedi bis zu En-Gallim, werden Trockenplätze für Netze sein, Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Seine Summe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. Also einige Teile werden lebendig werden, andere werden tot bleiben. Jetzt, was entscheidet, was lebendig wird und was bleibt tot? An dem Fluss aber und an seinem Ufer werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst. Da werden also Früchte sein. Früchte, die Bäume tragen Früchte, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Also ewige Früchte. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Sie sind ja wie der Baum des Lebens fast. Kommentar, totes Meer wird lebendig. Israel heute. Oh, große Aufregung in Israel. Große Aufregung. Es kommen wieder Fische ins Tote Meer. Das ist eine Webseite. Hier ist noch eine. Breaking Israel News. Latest News. Prophezeiung über totes Meer beginnt sich zu erfüllen. Und es wird geschehen an jenem Tag, so wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen. Und so weiter. Und dann zitieren sie Ezekiel und sagen, jetzt ist die Zeit, der Tempel wird gebaut, das Königreich Israels fängt an. Ist der Herr interessiert in tatsächliche Fische?
Und was passiert mit dem Opfersystem? Also jetzt haben wir diese Vision im Kopf, halt sie mal da, wir reden nachher wieder drüber. 3. Mose 4, Vers 7, jetzt all die Sündenopfer. Und der Priester tue etwas von dem Blut an die Hörner des Altars, also wenn ein Priester gesündigt hat, und das Wohlriechen des Räucherwerks, aber alles Blut des Stieres, denn es musste ein Stier geopfert werden, soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen. Also hier war der Tempel und da war der Altar. Und wenn das Tier geopfert wurde, das Blut musste dann angebracht werden. Und der Rest, die Menge Blut, sollte an der Basis des Altars ausgegossen werden. Das war viel Blut. Sünde der ganzen Gemeinde, genau das Gleiche. Alles Blut soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der im Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Also wiederum viel Blut. Dasselbe betraf natürlich die Sünde von Fürsten und Einzelpersonen. Und die meisten biblisch angeordneten Opfer geschahen zum Laubhüttenfest und zum Pascha. Und da wurden zigtausende Tiere geopfert. Da war so viel Blut, das war wie ein Schlachthof. Was ist mit dem Blut denn passiert? Das musste ja irgendwo hin. Also, was haben sie gemacht mit dem Blut? Der Tempel hatte, was bekannt stand als Schissin. Das sind Röhre, worin das Blut abgeführt wurde und dann endgültig im Kidron landete, in diesem Kidron-Tal. Also das Blut floss da hinein. Und wenn wir da in der Mishnah und so weiter lesen, dann werden sie uns da in dem Jüdischen erzählen, da waren zwei kleine Öffnungen wie Nasenlöcher, durch die das an der West- und Südseite des Altarfußes dieses Blut abgeführt wurde zum Kidron-Tal. 1. Mose 4,10, und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her, vom Boden, von der Erde. Nur sein Blut darfst du nicht essen, auf die Erde sollst du es gießen, wie Wasser. Lukas 22, und er ward im ringenden Kampf und betete inbrünstiger, sein Schweiß wurde aber wie Bluttropfen, die auf die Erde fielen. Also das Blut musste auf die Erde fallen. Aber ein Tempelhof konnte es nicht auf die Erde fallen, denn da waren Fliesen. Also diese Rohre haben ihn genommen zum Kidron-Tal, das Blut, und da floss es auf die Erde, damit diese Bedingung erfüllt wird. Jetzt, wenn man Blut in ein Rohr reingießt, was passiert dann mit dem Blut? Ja, es rinnt. Also wie macht man so, dass das Blut weggewaschen wird? Was gießt man hinterher? Wasser. Also es war eine Mischung von was? Blut und Wasser. Und es musste auf die Erde fallen. Denn Abels Blut war auf der Erde, Symbol des Todes. Und dieses Blut sollte auch auf die Erde fallen. Darum so spricht der Herr, wehe statt der Blutschuld, Topf, an den sein Rost ist und dessen Rost nicht von ihm abgeht. Stück für Stück leere ihn aus, ohne dass darüber das Los gefallen ist. Denn ihr Blut ist in ihrer Mitte und sie hat es auf den kahlen Felsen getan. Sie hat es nicht auf die Erde gegossen, dass man es mit Staub bedecken könnte. Es war absolut notwendig, dass das Blut auf die Erde fließt. Jetzt die Juden, die hatten ja diese Eigenschaft, dass wenn Gott einen Befehl gegeben hat, dann haben sie immer 20, 30, 40, 400, 500, 2000 Gesetze dazugefügt. Damit ganz sicher ist, dass es richtig passiert. Und so haben sie das auch gemacht. Jetzt, wenn es ein großes Opferfest war, so wie Pascha,
dann haben sie diese Rohre verstopft, damit das Blut, naja, da liegt. Und dann sind sie gegangen durch das Blut bis zu den Enkeln. Und Gott hat das nie verlangt, aber die haben das gemacht. Es wurde gelehrt, Rabbi Yehuda sagte den Weisen, nach euren Worten, warum haben sie die Löcher im Vorhof verstopft? Sie antworten, es ist löblich für die Söhne Aarons, bis zu den Knöcheln im Blut zu warten. Das ist der Talmud, steht nirgends in der Bibel. Also Blut war in Mengen da, wenn sie bis zu den Enkeln in dem Blut rumliefen. Also das aus dem Tempel Blut findet sich in der Mishna auch an anderen Stellen und so weiter. Sprenkelte das siebenmal und was sie mit dem Blut taten, das war also wichtig. Also hier ist der Tempel, wenn ihr meinen kleinen Pointer seht, hier oben auf dem Berg. Und hier kommen die Rohre raus ins Kidron-Tal und das Blut endet hier auf dem Boden zusammen mit Wasser. Jetzt wenn wir nach Johannes 19, Vers 34 gehen. Einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Blut und Wasser. Genau das, was aus dem Tempel hervorkam, kam aus Jesus hervor. Aber sein buchstäbliches Blut war in der Kidron auf dem Boden im Gethsemane. Also laut Johannes erfüllte Jesus das biblische Passa nicht nur als Sünden des Lamm Gottes, sondern auch als der neue Tempel. Genau das wurde verfüllt. Also das Kidron-Tal steht für Reinigung, Versöhnung. Das Wasser ist das Symbol der Taufe, das lebendige Wasser, das nie wieder Durst bereitet. Das Blut, das Symbol des Lebens, denn das Leben ist in dem Blut. Also das Tal ist das Tal der Entscheidung und das Tal des Gerichts. Und dieses Tal von Blut und Wasser ist der heilende Strom. Es ist der Strom, der im Taufwasser die Sünde sühnt, als Symbol für die Neugeburt. Also hier ist der ganze Erlösungsplan in diesem Blut. Jetzt, wo fließt dieses Blut und dieses Wasser hin? Durch die Wüste. Und in der Wüste geht es durch und endet im Toten Meer, bis zum Toten Meer. Und da, wo dieses Wasser hinkommt, kommt Leben. Und wer das annimmt, da wachsen die Bäume. Das sind die Menschen. Und sie sind verankert in diesem Erlösungsplan. Und darum tragen sie Früchte und sie sind für die Heilung von was? Von anderen da. Also Jesus ging über den Kidron nach Gethsemane zu den Schweißtropfen wie Blut. Schweiß und Blut gemischt, Wasser und Blut. In diesem Tal ist da auch ein Grab, nämlich Absaloms Grab. Faszinierend, dass das in diesem Tal ist. Urteil. Und der Entschluss, den wir machen, ist entweder so, dass wir in dem Tal für ewig verurteilt sind, oder es ist ein Entschluss, wo wir lebendig werden und Früchte tragen. Das ist die Wahl. 1. Mose 14, Vers 17. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe. Das ist das gleiche Tal. Wir brauchen nicht den ganzen Text lesen, aber was interessant ist, als Abraham die Gefangenen, während die Könige aus dem Norden kamen und der König von Babylon auch dabei, Lot gefangen nahm und auch die anderen in Sodom, ist
Abraham ihm nachgegangen und hat das alles wieder zurückgeholt. Das ist eine Erlösung von der Gefangenschaft des Königs des Nordens. Und er hat die Güter dem König von Sodom zurückgegeben. Aber wo hat er die Leute hingenommen? Wo hat er die Menschen hingenommen? Zu diesem Tal. Das ist interessant. Zu diesem Tal Kidron in Jerusalem. Nicht nach Sodom, nach Jerusalem, zu diesem Tal. Und da ist ihm der König Melchisedek entgegnet mit Brot und Wein. Auch Symbole, die wichtig sind, weil sie das Pascha-Symbol ersetzen. Und da hat er sie befreit. Also es ist ein Tal der Befreiung. Darum sagt Offenbarung 3,12, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, seinen Charakter und den Namen der Stadt, das heilige Jerusalem, Gottes Volk, meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinem neuen Namen. Also das ist der Erlösungsplan. Jetzt, dieser Tempeldienst kann uns noch etwas lehren. Götzendienst. War da Götzendienst in diesem Tempel manchmal? Leider ja. Können wir Götzendienst erwarten in dem antitypischen Tempel? Ja oder nein? Gut, was haben sie gemacht, wenn sie den Tempel gereinigt haben von diesem Götzendienst? Das Kidron-Tal hat da eine ganz besondere Rolle gespielt und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Also gehen wir mal ein paar, schauen wir mal uns ein paar an. König Asa reinigt den Tempel. Und Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, 1. König 15, Vers 11. Und er schaffte die Tempelhuren aus dem Land und tat alle Götzen weg, die seine Väter gemacht hatten. Auch seine Mutter Macha entfernte er aus ihrer Stellung als Gebieterin, weil sie der Aschera ein Schandbild gemacht hatte und Asa rottete ihr Schandbild aus und verbrannte es im Tal Kidron. Können wir eigentlich einige Lehren oder Gedanken vielleicht übernommen haben von einer anderen Mutterkirche? Und vielleicht haben wir auch ein Schandbild irgendwo in der Gemeinde, einen Gebrauch, der nicht biblisch ist, aber eher von Babylon kommt. Und wo muss der verbrannt werden? Im Tal Kidron. Also was ist das, der Gegenstoff gegen eine falsche Lehre? Der wahre Erlösungsplan. Wir müssen den Erlösungsplan absolut kennen. Denn die letzte Gemeinde muss was predigen? Das ewige Evangelium. Also wir können nur im Tal Kidron das vernichten, was verkehrt ist im Tempel. 200 Jahre später reinigt Hiskia den Tempel. Und die Priester gingen in das Innere des Hauses, schrecklich, des Herrn, um es zu reinigen. Und sie brachten alles Unreine, das sie in dem Tempel des Herrn fanden, in den Hof des Hauses des Herrn hinaus. Und die Leviten nahmen es in Empfang, um es an den Bach Kidron hinauszubringen. Also wenn wir gegen Irrlehren kämpfen wollen, wenn wir gegen falsche Vorstellungen des Erlösungsplans kämpfen wollen, dann müssen wir zum Tal Kidron, denn nur da kann es vernichtet werden. Wir müssen den Erlösungsplan verstehen. Und was ist unsere Aufgabe dann? Rund 100 Jahre später entfernte der hohe Priester Hilkia im Jahre Josias auch die Götzen und zermalmte sie.
Und er brachte die Aschera aus dem Haus des Herrn hinaus nach draußen vor Jerusalem und das Bachtal des Kidron, und er verbrannte sie im Bachtal des Kidron und zermalmte sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Söhne des Volkes. Heutzutage haben wir auch eine Aschera. Aschera ist eine Göttin. Und wer soll heute so geschützt werden durch die Kirchengemeinschaften und so weiter? Mutter Erde. Und die Gemeinde kann sich vielleicht beteiligen daran und denken, ja, die Mutter Erde muss geschützt werden, wir müssen uns kümmern über Klimawandel und so weiter und so fort. Aschera vernichte sie im Tal Kidron. Wir haben einen Erlösungsplan zu verkündigen und nicht uns mit diesen Dingen aufzuhalten, die die Welt so begeistert. Die Gemeinde steht an der Schwelle zur Ewigkeit. Was ist ihre Aufgabe und was ist ihre Mission? Um Aschera zu dienen? Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Hier ist ein Versprechen. Gott wird sein Volk sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist, den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet ja gemacht habe. Lasst hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die noch Ohren haben, die doch Ohren haben. Also wer sind die Blinden und die Tauben? Das sind die Leute, die das Evangelium verdreht haben und die ein besseres Verständnis haben sollen. Komm, komm, kommt, ihr seid meine Zeugen. Ihr sollt dieses Werk tun. Alle Nationen sind miteinander versammelt. Und die Völkerschaften sind zusammengekommen. Wer unter ihnen verkündigt dies? Auch Früheres sollen sie uns hören lassen. Sie sollen ihre Zeugen stellen, dass sie gerecht sind, und sie sollen es hören und sagen, es ist wahr, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird auch keiner sein. Und jetzt dieses Bild von Jägern und Fischern. Jeremia schreibt, ich will viele Fischer senden, der Herr soll sie fischen. Und danach will ich viele Jäger senden. Die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Sie sollen gehen von Nation zu Nation, und sie sollen Fischer sein und sie müssen Jäger sein. Sie müssen Menschen jagen und fischen. Denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Sie sind vor mir nicht verborgen und ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Doch zuerst will ich ihre Schuld und ihre Sünden zweifach vergelten, weil sie mein Land mit dem Aas ihrer abscheulichen Opfertiere entweiht und mein Erbteil mit ihren Gräuel erfüllt haben. Herr, meine Stärke und mein Schutz und meine Zuflucht am Tag der Bedrängnis. Es geht hier um die Endzeit. Zu dir werden Nationen kommen von dem Ende der Erden und sagen, und das ist für mich absolut der Hammer, nur Lüge haben unsere Väter geerbt. Nur Lüge. Wir haben den Erlösungsplan nicht verstanden. Wir haben an die Evolution geglaubt. Wer weiß, was für Lügen wir noch geglaubt haben. Wir haben geglaubt, unser Körper kann irgendwas essen. Alles ist egal. Nichtigkeiten. Und unter ihnen ist keiner, der etwas nützt.
Kann denn ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter. Darum siehe, ich werde sie zur Erkenntnis bringen. Diesmal werde ich sie meine Hand und meine Macht erkennen lassen und sie werden erkennen, dass mein Name Jahwe ist. Gott wird dieses Haus bauen. Ellen White schreibt, Evangelisten und Prediger werden gebraucht. Gott ruft nach Evangelisten. Ein wahrer Evangelist liebt die Menschen. Er jagt und fischt nach Menschen. Wenn einer sagt, dass das nicht eine Prophetin ist, die so tief in diesen biblischen Symbolen vertieft ist und diese Gedanken aufgreift, das ist für mich so sonderlich. Ich staune immer über das Wort Gottes. Ich staune über den Geist der Weissagung. Ich staune. Prediger werden gebracht, treue Hirten, die Gottes Volk nicht schmeicheln oder schroff behandeln. Das ist so schön, dieser Ausgleich, wie man das Volk behandelt. Man sagt nicht, oh, du Sünder, du schlimmer Kerl. Nein, tu den Arm rum und sag, kann ich dir helfen? Es wirkt viel mehr. Das Werk jedes treuen Arbeiters liegt dem sehr am Herzen, der sich für die Erlösung der Menschheit hingab. Also wir müssen Fischer der Menschen werden. Aber noch mehr. Die Wahrheit muss denen gebracht werden, die sie nicht kennen. Ich weiß, ich wiederhole das immer wieder, aber wenn wir diesen evangelistischen Geist in unserer Gemeinde wieder wach machen können, dann werden wir Wunder erleben. Wir werden so freudig sein. Das größte Geschenk, das man überhaupt erleben kann, ist, wenn einer sich dem Herrn widmet. Das ist das größte Geschenk, wenn einer sagt, ich habe die Wahrheit entdeckt, danke. Das ist so sonderlich. Also bemüht euch um Menschen als solche, die Gott Rechenschaft geben müssen. Jeder von euch wird sich dafür verantworten müssen, was er hätte tun müssen, aber nicht getan hat. Gott möchte, dass ihr treue Verwalter seid. Er will, dass ihr die verlorenen Schafe des Hauses Israels sucht. Er will, dass ihr Jäger und Fischer nach Seelen seid. Und das ist genau, was Ezekiel sagt. Das ist, was Jeremia sagt. Hier holt sie diese Symbole raus. Er möchte den lebendigen Glauben in euch sehen, der weiß, wie man für Menschen arbeitet. Er gebraucht Männer, die sich ernsthaft um Seelen bemühen, die auf ihre Knie gehen und mit ihnen beten. Gott möchte, dass ihr entschlossener als je zuvor euch bemüht, die entfernten Regionen zu erreichen, sodass, wenn die nächste Konferenz stattfindet, wir erfahren, dass es in vielen Orten neue Gemeinden entstanden sind. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und was haben wir in der Hand? Das ewige Evangelium. Dieses Tal Kidron, das fließt durch die Wüste. Und da, wo dieses Evangelium, dieses Blut und dieses Wasser hinkommt, wenn da eine Verkündigung ist, dann wird sogar das tote Meer lebendig werden. Denn da ist Leben in diesem Wort. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, ist das Versprechen in Römer 10. Wie sollen sie aber denn auftreten, den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Ist doch eine logische Frage. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wenn wir alle die Wahrheit kennen und wir sitzen nur in der Gemeinde und diskutieren in der Gemeinde, wie sollen die Menschen da draußen was hören? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Wie hieß Salomo? Friede. Wie hieß Jesus, der kommen würde?
Fürst des Friedens. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Richtig. Aber ich frage, haben Sie etwas nicht gehört? Doch ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihr Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat Israel nicht erkannt? Schon Moses sagte, ich will euch zur Eifersucht reizen. Durch wen? Durch dem ich die Heiden rufe, weil ihr nicht hören wollt. Ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Wollen wir das über uns hören? In Bezug auf Israel aber spricht er, und das sind wir, den ganzen Tag habe ich meine Hand ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Testimonies for the Church. Noch einmal appelliere ich an die Gemeindeglieder, Christen zu sein. Christus ähnlich. Jesus war ein Arbeiter. Gut aufpassen. Christus ähnlich. Was heißt es? Christus ähnlich. Jesus war ein Arbeiter. Nicht für sich, sondern für andere. Es ist nämlich ein doppelschneidiges Schwert. Wenn wir verkündigen, dann können wir nicht anders, als auch verändert zu werden. Es geht gar nicht anders. Man kann doch nicht begeistert etwas verkündigen, was einem selber nicht trifft. Sondern für andere, ermüte sich, die Verlorenen zu segnen und zu retten. Wenn ihr Christen seid, werdet ihr seinem Beispiel folgen. Er hat den Grund gelegt und wir sind seine Mitarbeiter. Aber welches Material bauen wir auf das Fundament? Ein jegliches Werk wird offenbar werden. Der Tag wird es klar machen. Denn das Feuer wird es offenbaren. Und welcherlei eines jeglichen Werks sei, wird durchs Feuer geprüft. Wenn ihr eure ganze Kraft und Begabung weltlichen Dingen widmet, entspricht euer Lebenswerk dem Holz, Heu und Stroh, das von Feuer des jüngsten Tages verzehrt wird. Aber selbstlose Arbeit für Christus und das zukünftige Leben wird wie Gold, Silber und Edelsteine unvergänglich sein. Meine Geschwister, ich bitte euch innig, vom Todesschlaf aufzuwachen. Es ist schon zu viel Zeit vergangen, um jetzt die Kräfte von Körper und Geist der Selbstsucht zu weihen. Es gibt einige, die sagen, wir müssen jetzt noch nicht evangelisieren. Wir müssen erst an uns selber arbeiten und dann evangelisieren. Nein, evangelisiere und man wird nicht versäumen, an selbst zu arbeiten. Und dann haben wir diesen Triumphzug des Kreuzes voranzutreiben, Menschen zu erleuchten und euch für die Errettung eurer Mitmenschen einzusetzen. Dann wird eure Arbeit die feurige Prüfung bestehen. Diese Gemeinde hat eine Aufgabe. Jesaja 41, du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abraham, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Solche gewaltigen Versprechen. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und gehen zugrunde die Männer, die den Rechtsstreit mit dir führen. Das ist das Versprechen für die Gemeinde. Wir haben nichts zu fürchten. Wir können reden.
Gott wird uns behüten. Ich mache das jetzt schon 32 Jahre. 32 Jahre. Und ich bin immer noch da. Ich müsste eigentlich schon längst weg sein, oder? Ich bin immer noch da. Und wie mein Freund immer sagt, der Mensch ist unsterblich, bis sein Werk vollendet ist. Werde teilhaftig daran. Gemeinde, wach auf. Beteilige dich an Evangelisation. Wie auch immer. Ich weiß, ich sage das immer wieder und wieder. Aber das ist der springende Punkt. Wir drehen uns so im eigenen Kreis, ständig im eigenen Kreis und die Menschheit geht verloren. Es ist so schön, wenn jemand sein Herz Jesus übergibt. Und das ist eine Freude größer als eine Geburt im eigenen Hause. Wirklich? Und wenn es dann noch mit den eigenen Kindern passiert, dann ist es eine Wonne. Möge Gott euch segnen, wenn ihr diese Dinge bedenkt und was dieser Tempel ist und wer der Tempel ist und wer den Tempel baut, dann würden wir nicht so viel schimpfen über den Tempel. Wir wissen ja, wer ihn baut. Und wenn Gott erlaubt, dass Dinge in den Tempel hereinkommen, er wird es wieder sauber machen. Da kommt ein Asa und da kommt ein Hiskia und da kommt. Es wird gereinigt werden. Sie sagt im Englischen, if the work needs adjusting at the top, God will take care of it. Wenn da oben etwas rechtgestellt werden wird, Gott wird es machen. Ich bin nicht der Bauherr. Ich brauche nicht mich kümmern, über wer was macht. Ich habe eine Aufgabe. Und das ist die Aufgabe, die einzige, die er uns gegeben hat. Möge Gott uns helfen, um das zu tun. Komm, wir beten. Lieber Jesus, das war dein letzter Auftrag. Geht in die ganze Welt, verkündige das Evangelium, taufe, lehre, das ist unsere Aufgabe. Und an diesem Bach, wo dieses Blut und dieses Wasser fließt, dieses Wasser des ewigen Lebens, dieses Blut des Lebens, das uns reinigt und wo sogar die Toten wieder lebendig werden, hilf uns, Herr, dass dieser Strom so groß wird, dass wir nicht durchschwimmen können, weil er zu stark ist. Und dass diese Bäume, die da wachsen, mächtig werden und viele Früchte tragen, sodass die Nationen geheiligt und geheilt werden können. Hilf uns mit dieser Aufgabe und gib uns wieder die richtige Gesinnung über den Auftrag, den du deiner Gemeinde über die Jahrhunderte aufgelegt hast. Segne dein Volk, segne diese Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.